Text in diesem Video wird in Deutsch gesprochen. Als Untertitel ist er in Englisch, Französisch und Arabisch lesbar. Es hängt vom Betriebssystem Ihres Gerätes ab, wo Sie diese Einstellmöglichkeiten bei YouTube finden. Wie erstellt man Untertitel für Lehrvideos? Die Vorgehensweise, die ich Ihnen mit diesem Video präsentieren möchte, ist nützlich, um Ausländern deutschsprachige YouTube-Videos zu zeigen. Ankommende Flüchtlinge müssen unsere deutsche Sprache so schnell wie möglich sprechen. Durch die Präsentation deutscher Videos mit wählbaren Untertiteln haben Sie die Möglichkeit, den Inhalt zu verstehen. Sowohl das Sprachverständnis wird gefördert, als auch das Wissen um unser Land. In den YouTube-Videos werden die gesprochenen Worte automatisch in geschriebene Texte umgewandelt. Die verwendete automatische Spracherkennung ist immer noch sehr mangelhaft. Die Person, die das Video hochgeladen hat, kann die Fehler korrigieren. Die Korrektur hat auch Einfluss auf die ordnungsgemäße Verwendung von Schlüsselwörtern und Begriffen. Diese Schlüsselwörter werden in den Suchmaschinen erforderlich, um optimale Videos innerhalb der zahlreichen Clips zu finden. Obamas YouTube-Team ist perfekt in der Herstellung von Untertiteln. Jedes Wort, jeder Applaus und jedes Lachen ist in den Untertiteln des Präsidentenclips zu finden. Die letzte Neujahrsansprache der Bundeskanzlerin ist auch optimal für Gehörlose. Die Übersetzung ist sicherlich auch für Flüchtlinge interessant. Vielleicht könnten arabische oder Farsi-Texte der nächsten Grußbotschaft von Angela Merkel hinzugefügt werden. Die automatische Erzeugung von Untertiteln für meine Videos macht wenig Sinn. Nur die bearbeiteten Texte helfen zu verstehen, was in den Videos vor sich geht. Was muss getan werden, damit die gesprochenen Texte als Untertitel zu den Videos der Originalsprache erscheinen? Zur Anzeige klickt der Autor einfach auf das CC-Symbol und schon erscheint die automatisch generierte Transkription. Nur die Person, die das Video hochgeladen hat, kann das Video durch Klicken auf die CC-Taste direkt ändern. Der Eigentümer kann die transkribierte Textdatei herunterladen und bearbeiten. Die Bearbeitung sollte zunächst in der ursprünglichen Sprache ausgeführt werden. Dann ist der berichtigte Text automatisch oder manuell in andere Sprachen zu übersetzen. Optimal wird diese Übersetzung von Personen durchgeführt, welche die Zielsprache als Muttersprache beherrschen. Nach dem Hochladen des bearbeiteten Textes kann diese Sprache als eine von mehreren Optionen für die Untertitelanzeige gewählt werden. Was ist der Nutzen für Flüchtlinge? Sie können die deutsche Sprache hören und Sie können sie durch das Lesen der Übersetzung in entsprechenden Untertiteln auch sinngemäß verstehen.
Nach dem Verständnis des Textes kann das Video noch einmal mit Untertiteln in deutscher Sprache angezeigt werden, um einige neue deutsche Wörter zu lernen. Mit den zusätzlichen Untertiteln wird das Video zu einer wertvollen Bildungsressource für das Erlernen von Fremdsprachen. Eine Aufwertung erlebt die Arbeit noch, wenn wichtige Wörter in eine Tabelle gepackt werden, die als Handzettel oder als Datei zur Verfügung steht. Wenn man es sehr systematisch und perfekt machen will, könnte man noch automatische Selbsttests und Beurteilungen hinzufügen. Auf Lernplattformen wie Moodle können solche Merkmale schnell umgesetzt werden. Wenn Sie nach diesem Fallbeispiel mehr wissen möchten, senden Sie eine E-Mail an konradtrennert@bluepages.de. Beachten Sie auch noch folgenden Hinweis zu den Übersetzungen ins Französische und ins Arabische.